Moin, willkommen zurück zu Forza Motorsport 2. Im letzten Part hatten wir die letzten Professional Series der Meisterschaft hinter uns, nämlich der R1 Klasse. Und diesmal fahren wir weiterhin die Ausdauerrennen, diesmal mit einem ganz besonderen Auto in unserer Sammlung, nämlich den Jaguar XJ220. Den habe ich speziell vorbereitet und der wird auf jeden Fall bei Mugello diesmal fahren. So. Naja, den habe ich extra so ein bisschen getuned, so dass er problemlos teilnehmen würde. Und das stimmt, das wird er sogar teilnehmen. Ja, interessante Autos. Aber meine Autos sind besser. Nee, der Jaguar XJ220 ist ein ganz besonderes Auto. Das ist einer meiner Traumautos. 25 Runden, okay. So wie die letzten Rennen auch. Ein sehr kraftvoller V6 Motor. Wie man das auch nicht anders erwarten würde. So, ich mache natürlich direkt ein Foto, weil das Auto sehr sauber ist dadurch. So, da bin ich richtig runter. So. Das Foto sieht doch gut aus. So. Ja, der XJ220, ein ganz besonderes Auto, weil der eine sehr interessante Entwicklungsgeschichte hat. Ich hatte es mal auch in einem Video mal erklärt. Und zwar nicht ein Let's Play Video, sondern einem Autogalerie Video. Das Auto ist deswegen außergewöhnlich, weil die eine entscheidende Entwicklungsrolle bei den späteren Autos, vor allem bei Jaguar, immer wieder unterschiedliche Ideen geführt hat. Zumal man auch Jaguar bei diesem Fahrzeug auch sozusagen indirekte Konzern- oder Firmenbrüder hat mit den Autoherstellungen. Weil Jaguar hat ja den XJR9. Das ist ja sozusagen die Straßenfassung des normalen Autos. Und der hatte Klappscheibe und der hat einen V12 Saugmotor. Aber ein ganz alter V12. So. Allerdings wollte Jaguar diesmal mit den XJ220, als sie den rausgebracht haben, oder rausbringen wollten, den Prototyp, hatte Allradantrieb und einen V12 Motor und viele Dinge gehabt. Naja, erstaunlich für ein Auto. Sah außerdem auch geschmeidig aus. Und das Beste daran ist, von Design hatte sich nicht viel geändert gegenüber den Prototypen und dem Serienfassung. Was sehr erstaunlich ist für ein Auto. Und was erstaunlich daran ist, im Prinzip wie er sich geändert hat. Natürlich gab es Enttäuschungen, was die versprochen haben, auf einmal wieder gesunken ist. Weil man muss dazu erwähnen, ein V12-Motor mit Allrad und so, da gab es viele. Viele Leute, die haben es vorbestellt und auf einmal die Serienfassung, Heckantrieb und V6 Zylindertürbo-Aufladung. Ja, das war sozusagen eine Täuschung für sie. Weil einige Leute wollten natürlich diese Technik unbedingt für dieses Auto haben. Das war damals so ein schönes und wundervolles Auto. Es würde kaum einen ansatzweise stören, sowas zu fahren oder zu besitzen. So. Gut, handlingtechnisch gesehen habe ich alles mögliche versucht bei diesem Auto zu verbessern, aber allgemein alles, was ich noch ausreichen will, will ich auch natürlich in Leistung reinstecken, weil ein V6 Zylindertürbo, auch wenn er stark genug ist, ihr habt ja gesehen, was für Konkurrenz wir haben. Deswegen wundert euch nicht, dass ich jetzt vieles auch in Motortechnik reingepackt habe, damit der Motor mehr Leistung bekommt. Wie ihr schon den Namen hört, XJ220 steht für Meilen. Das heißt, der kann ungefähr 350 schaffen. Gut, der hat wirklich 344 geschafft, aber das ist für einen V6 Motor sehr kraftvoll und sehr schnell für ein Auto mit V6 Motor. Weil, jetzt kommen wir zur interessanten Unternehmensgeschichte dahinter bei der Entwicklung. Dieses Auto, als man gesagt hat, dass er kein V12 bekommen soll, sondern V6 Twin Turbo Aufladung, hat grundlegend eine interessante Entscheidung getroffen. Denn dieser V6 Twin Turbo war in Wirklichkeit ein von MG Rover Konzern entwickelter Motor.
der für den MG Rally Car entwickelt wurde. Der bei der Rally fährt. Leider war der Motor nicht so erfolgreich, weshalb MG bzw. der Rover Konzern ihn komplett verstoßen wollte, den Motor. Zum Glück hat TWR, das ist diese Rennsportfirma, unter dem Rennfahrer, die auch Konzession für Jaguar und Crew gemeldet hatten, hat den Motor entdeckt und hat natürlich den Motor von MG Rover Konzern abgekauft. Ja, der Motor allgemein wurde nicht einfach direkt hier reingebaut. Also das alte Rallye-Rennmotor wurde nicht einfach hier eiskalt in diesem Auto reingebaut und dann ist es fertig. Nein, das Auto hat viele, viele technische Modifikationen erfahren, Entwicklungen und weiter Fortschritte gemacht gegenüber dem das, was beim Rallye-Auto gemacht hat. Und es ist zu dem Motor geworden, der Jaguar wirklich gut gebraucht hat. Also im Grundprinzip hier ist es kein MG-Rover-Motor mehr, sondern eigentlich ist es prinzipiell ein Jaguar TWR-Motor geworden, was sie da für Dinge verzapft haben in dem Motor. So. Das eine ist dieser Motor so kraftvoll, also dieser V6-Motor, den sie gebaut haben, so kraftvoll, dass er selbst den V12-Verdampf von dem Jaguar, den Saugmotor, geschlagen hat. Ein muss sich mal vorstellen. Fast 500, ich glaube 525 bis 540 PS hatte, glaube ich, denn der V6-Twin-Turbo von Jaguar. Und das ist wirklich eine Leistung, die bis heute für einen V6-Motor sehr überragend ist. Also das ist auch eine der Tatsachen, was die meisten Leute unterschätzt haben mit dem Auto. Also wirklich ein Motor, der wirklich kraftvoll ist, dass der so vieles mithält. Ah ja, und das Beste daran ist, jetzt kommen wir zu der witzigen Sache. TWR hat ja noch nicht aufgehört. Sie haben noch ein weiteres Auto für diese Jaguar XJ20 entwickelt, nämlich den XJ220S. Ja, die extreme Variante. Und das ist wirklich allgemein der stärkste V6 Twin Turbo aufgeladene Jaguar, der jemals entwickelt wurde, und den gibt es leider nur 5 Stück. Und er schafft sogar 370. Den hatten wir mal im Porsche Gotham Racing 4 mal gefahren und der fuhr sich wirklich sehr schnell. Mein altes Auto. Zur Erinnerung, die Serienfassung ist auch nicht schwach. Aber der Motor. Es ist wirklich, wirklich ein Traum, dieses Auto zu besitzen und zu fahren, weil das Auto ist wirklich von der Form markant ungewöhnlich. Ja, ich hab mich total im Kies. Geh raus aus dem Kies. Ich wollte was Schönes sagen, aber dieser Manöver hat sich alles zerstört. XJ22, ein besonderes Auto, vor allem auch wegen seiner Form, der Klappscheinwerfer, die sich anders öffnen als die anderen Konkurrenz, sondern das sind eigentlich feste Scheinwerfer, die einfach nur mit Klappen geschützt werden, was auch sehr besonders ist. Der Innenraum voll mit Armaturen, selbst bei der Tür eine Armatur beim Lenkrad. Also um es kurz zu fassen, der XJ22 ist bis heute noch einer der Fahrzeuge, die Jaguar bzw. sehr viele Leute vermissen würden, wenn Jaguar wieder sowas bauen möchte. Und ich habe nichts dagegen. Theoretisch gab es sogar mal ein Auto, das sie sogar bauen wollten. Die Jaguar. Schön, jetzt wieder krass. Das ist der Jaguar CX oder ich glaube das CX700, irgendetwas war das, glaube ich, ja. CX-775 war ich, das möchte jetzt nicht falsch sagen. Dieses Auto war noch im Bond-Film zu sehen. Und das war auch ein besonderes Auto, den Jaguar entwickeln möchte. Ein Vierzylinder Hybrid angetriebenes Auto mit Turbinenaufschlag. Es gab wirklich Turbinen da drin. Und
Wäre das Auto rausgekommen, wäre das so futuristisch, dass bis heute noch kein anderes Auto so in die Nähe gekommen ist. Boah, warum fahre ich denn so falsch? Ich muss doch wirklich mal die Kurven besser fahren. So, ich mache mal sicher, wie ich die Boxengasse mal reinfahren würde diesmal. Ja, die Boxengasse ist sehr wichtig, zu wissen, wie ich da reinfahre. Die Farben sind besonders bei diesem Auto. Ja, klar, ich komme zu spät, aber das interessiert mich nicht. Natürlich habe ich auch ein spezielles Getriebe für dieses Auto reingepackt. Das darf man auch nicht fehlen. Dort sind die Teilnehmer, ich sehe die gerade. Fahren, naja, er fährt sich auf jeden Fall okay. Ich habe natürlich am Handling vieles gemacht, damit ich ihn zum Fahren kriege. Aber er fährt sich auf jeden Fall okay. Ist nichts Negatives. Bei ihm ist auch nebenbei das 5-Gang-Getriebe, also das 6-Gang, weil ich das Getriebe natürlich gewechselt habe, aber ich wollte jetzt gerade sagen, bei ihm ist das Schaltgetriebe normalerweise 5-Gang und das ist, ah, da ist die Boxengasse, wow, die ist richtig eng einzufahren. Die ist ja relativ sehr kurz ersetzt. Also wie schon gesagt, es gab mal einen Versuch, mit diesem Auto zu machen, aber also ich rede über den Jaguar CX74. Das ist ein komischer Name auf jeden Fall. Das soll ursprünglich der Nachfolger für dieses Auto werden, aber es kam leider nicht dazu, weil naja, die Lage von Jaguar nicht gerade die beste war. Und außerdem gab es eine kleine Krise im Start selber, deswegen lohnt sich das Auto auch leider nicht zu bauen. Also ich irgendwie sehr schade finde, aber leider war der Zeitpunkt falsch. Das Witzige daran ist, theoretisch kann man, wenn man will, auch die Filmautos kaufen. Das sind zwar Replikas vom Original, der später als Konzept gebaut wurde. Kann man das kaufen.
man dann sagen, hey, ich habe so eine CX-Version. Die werden noch versteigert, die restlichen Filmautos. Das sind zwar, glaube ich, 10 Autos, die, glaube ich, für den Film produziert wurden. Gut. Das ist an sich ja kein Kit-Car, sondern ich glaube, das ist ein richtiger Replika, den sie gebaut haben. Nur mit einem anderen Motor. Weil normalerweise ist es ja so, bei Filmen wie Need for Speed, also 2013, der gekommene Film, da gab es ja Kit-Cars. Das sind an sich keine richtigen Supersportwagen, sondern da hat man wirklich Kit-Cars genommen. Ich glaube, außer den Ford sind die meisten Autos, vor allem die Königsegg, die Bugattis und Co., dort Kit-Cars. Das sind keine richtigen Autos, die dort gebaut wurden oder gefahren sind. Das sind so nachgeahmte Autos. Und diese Effekte mit Geschwindigkeit, so wurde im Film natürlich erhöht. Weil die Dinger können nicht so schnell fahren. Das Einzige, was sie aber am Ende bereuen werden, sind natürlich die Lizenzen. Weil diese Autos zu bekommen, war nicht gerade einfach in den Filmen zu bekommen, dass man sie schrottet oder dass man irgendetwas wie Action wie sie durchführt. Das war grundlegend allgemein sehr schwer sowas. Vor allem muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass Ferrari sehr viel Glück mit denen noch hatte, dass sie ihnen jetzt nicht direkt ihnen eine Klage dagegen kommt, wenn es um solche Rennen geht, weil Ferrari ist normalerweise bei sowas sehr, sehr still. Market. Ach, mein, das Mikro stellt sich schon wieder. Die meisten Filme von denen werden sowieso, also wenn jetzt Autolizenzen kommen würden, müssen sie immer wieder bei bestimmten Stunts unterschreiben, bei welchem Stunt sie das brauchen. Ich glaube, es gibt es bei bestimmten Filmen, wenn sie weniger auf Autozerstörung gehen möchten oder so, da gehen die, glaube ich, nur, ja hier, ihr habt das Auto, aber bestimmt das nur für eine bestimmte Zeit haben und dann eine bestimmte Szene drehen. Zum Beispiel, ja, er fährt damit, flüchtet nur und dann, was weiß ich. Bei Ford vs. Ferrari oder der Film Le Mans 66 haben die, glaube ich, keinen echten Ferrari genommen. Das war auch ein Replika oder beziehungsweise ein Nachbau. Auch bei Ford GT war das auch der Fall. Dafür aber haben sie richtige Autos zum Stehen, also wirklich das ist die Szene, wo die Autos dort so angeblich hergestellt werden und so. Das sind echte Autos gewesen, aber beim Rennen, das sind keine echten Autos gewesen. Das waren auch Replikas. Oha, jetzt erst eine Minute. So schnell bin ich gefahren. Aber bei dem Auto muss ich ein bisschen aufpassen, weil der Sprit verbraucht natürlich schneller, weil wir in S-Klasse, also wirklich eine S-Klasse-Fahrzeug fahren. Das sind eigentlich an der schnellsten neben den U-Fahrzeugen. Okay, U-Fahrzeuge werden nicht gezählt, das sind OP-Autos. Aber ich meine von den normalen Klassen. Ich habe ja schon beim Ford GT schon gesehen, wie viel der Spritschluck ist in V8, aber das da ist ein normaler ist ein umgebauter V6 Twin Turbo. Man merkt schon einen Unterschied gegenüber, was der wie viel Sprit der schluckt und wie viel der schluckt. Oh. So, wir haben schon 2/5 des Rennens schon hinter uns. Oh ja, klar.
krass. Wir haben schon ungefähr fast die Hälfte des Sprit noch. Das würde, glaube ich, noch für die 3 Runden noch reichen, dann werde ich zur Boxengasse fahren. Mal gucken, wie viel die Reifen noch aushalten. Und zwar gleich. Ah, die Reifen sind noch okay. Ja. Man hat ja gesehen, wie viel Jaguar noch Entwicklung und Zeit reingesteckt hat für dieses Auto. Und das Ergebnis ist ein wirklich wunderschönes Auto. So, noch 14 Runden. Ist auch nicht gerade. Oh. So, 12. Runde. Das heißt, wenn wir die Hälfte der Strecke erreicht haben, haben wir schon das Hälfte des Rennens schon hinter uns. Der Sprit reicht aber recht gut dafür. Und die Reifen machen wir irgendwie Sorgen. Meine Nase juckt. Wen haben wir denn? Ah, das ist der Porsche. Ah, der Porsche Carrera GT. Den Sound sieht man, hört man noch sehr selten. Einen starken V10-Motor. Mal aufpassen, dass ich ihn jetzt nicht berühre, weil das war beim Force schon eine Katastrophe. Mach mir bitte Platz, bitte. Das macht mir überhaupt gar keinen Platz. Dann brauche ich dich eben so.
Danke. Wer ist denn hier vor mir? Das ist ein Königsegg, ah. Das ist der CC-8S, glaube ich, ne? Ja, das ist der. Das ist dieses Auto, wo Königsegg angefangen hat, Autos, also die Marke aufzubauen. Der Enzo-Fahrer, wenn ich es vergessen. Oder Fahrer Enzo. Benannt nach dem Gründer der Firma. War so nett. Ich glaube, es ist jetzt mal Zeit, glaube ich, in der Boxengasse zu fahren. Ja. Ja, überholt mich, interessiert mich nicht. So, ungefähr erfunden, oder zumindest die Hälfte erfunden. Zehn Runden noch. Die Gegner kommen ein bisschen näher. Das ist nicht cool.
inspirieren. So. Geschafft. Was ich irgendwie schade finde, dass Need for Speed Hot Pursuit den Jago X220 nicht mal reinbekommen hat, obwohl die Jago-Lizenz toll gemacht. Jetzt wird er mich gleich überholen. Ich wollte gerade sagen, dass sie die Jago-Lizenz nicht bekommen hätten. Obwohl die eigentlich Need for Speed schon die Jago-Lizenz haben. Was irgendwie gar keinen Sinn macht, dass sie nicht bekommen würden. Königsweg habe ich problemlos überholt. Es war knapp, dass ich ihn berührt hätte. Weil ihr müsst wissen, diese Autos sind auf jeden Fall nicht gerade die festen Autos, die man niemals in einem Zerstörungsevent fahren würde. Aber hey, was soll's. So, 17. Runde. Ich muss zugeben, es ist nicht das aufregendste Rennen, weil es ist Ausdauerrennen. Da gibt es jetzt nicht wirklich vieles zu sehen. Die Autos werden wir eh alle überholen. Gegenüber den KI. Wow, KI-Fahrer. Aber ich sag mal so. Ausdauerrennen gehört hier sowieso. Das auszuhalten, bis das Rennen zu Ende ist. Guckt. Ja klar, natürlich. Ach komm, mach das jetzt nicht noch einmal. Zurück habe ich die Linie gesehen. Ich habe wirklich gar nicht geguckt, dass ich jetzt bremsen musste. Also, falls ihr wundert, ich habe jetzt gerade auf den Tacho ganz geguckt und auf einmal habe ich die Linie jetzt spät gemerkt. Oh Mann, ich sollte das mal wirklich mal unterlassen, den Quatsch. Ich sollte es mal wirklich unterlassen. Wir machen auf jeden Fall mehr Vorsprung, ist aber gut. Ah, die ersten Autos fahren schon Boxengassen, ich sehe die schon. Ja, Leute, ich habe schon links überholt. Da kommt
kommt ihr recht spät zu euren Fahrten in den Boxengassen. Ich habe das schon längst eher gemacht. Oh, das war knapp. Ein kurzer Dreher beim Hecktriebler. Ich bin mal sehr gespannt. Also, ich denke mal gerade mal nach, was können wir denn als nächstes fahren? Also, im nächsten Part. Was für ein Auto fahren wir denn für die nächste Ausdauerrennen? Manometer. Oh, oh, oh. Das war ein kurzer Tanz und jetzt wieder ins Gras. Gras, Tanz, Gras, Tanz, Gras, Tanz, Gras, Tanz. Sechs Runden noch. Das Rennen dauert auch sowieso nicht lange, bis wir es auch fertig haben. So, 5 Runden noch, Leute. Dauert nicht mehr lange, dann haben wir auch dieses Rennen hinter uns. Damit hätten wir auch für die normalen Autos das Rennen zu Ende. Oh, wir kommen nur noch Rennautos in den nächsten Parts vielleicht. Das wäre für mich auch sehr extrem. Part 78, so viele Autos. Jawohl, wir sind Part 78, ups. Der 78. Part. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Karriere hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Im Spiel. Wie vom Motivieren sehr Spaß. Es ist zwar jetzt nicht so wie die Nachfolge, die später die Karriere verbessert haben. Aber es ist allgemein eine schöne, zwischendurch eine gute, überlegte Alternative, wie man das Spiel sehr gut umsetzt, wie man Karriere umsetzt.
ich zähle mal gerade D, C, B und A. Ja, genau. Und damit hätten wir auch schon bereits 5 von 10 Langstreckenrennen, glaube ich. Oh, sind wir hart. So. Wie sind die Reifen denn aktuell? Ah, die sehen nicht gerade aus, als wären die jetzt überhitzt. Ja, nur dieser dämliche Bug, dieser Streifenbug, der nervt immer wieder. Bei dem Rennen ist leider immer noch ein Emulator-Bug, der es leider gibt, immer noch existiert. Also ich muss mich wirklich auch wundern, ob es bessere Emulatoren-Builds gibt. Also dieser Emulator ist, Gott sei Dank, kann er wirklich Forza Motorsport 2 komplett emulieren, ohne wirkliche Probleme, zwischendurch diese kleinen Pixelfehler. Aber ich glaube, das ist, glaube ich, der eine der einzigen Teile, die sehr gut funktionieren mit dem Emulator. Der dritte Teil hat noch Probleme, der vierte Teil hat etwas Probleme. Ich habe mal so ein Gameplay mal gesehen. Diese dämliche Schattenfehler, die gibt es immer noch. Und dass ein paar Fehler, Pixel und Soundfehler noch da existieren, aber grundlegend, ich sag mal so, 60-70% ist das Spiel noch in Ordnung, Forza Motorsport 4 in dem Emulator zu stellen. Wäre das jetzt über 80% nur solche Mini-Pixelfehler und ein bisschen da drum, ist ja auch okay, aber. Das Spiel hat noch ein bisschen Arbeit vor sich, aber es ist auf jeden Fall besser als die früheren Emulationstage. Die früheren Emulationstage waren eine Katastrophe, die konnten das Spiel gar nicht emulieren. Dabei gibt es auch Trophies hier. In den Emulator kann man auch Trophies, diese Achievements, aktivieren. Aber ich möchte das ehrlich gesagt jetzt nicht machen, weil es kann sein, dass ich das komplette Spiel jetzt vor dem Ende sogar zerstören könnte. Deswegen lasse ich das. Ich werde den Achievements vielleicht im nächsten Projekt, wenn wir irgendwann vielleicht hier wieder zurückkommen in den Emulator, mein Projekt. Aber ansonsten sind Achievements Achievements. Das muss man dazu sagen. Aber mit dem Auto macht es auch Spaß zu fahren. Ja, übrigens mit 20 hat es auf jeden Fall hier bewiesen, dass sie sehr gut fahren kann. So, 21. Runde. Was?
ich habe schon über 100 einmal mindestens. Welche Autos ich überhaupt für die nächsten Klassen sogar noch habe. Ja, also die nächsten Ausdauerrennen werden auf jeden Fall mit Rennklassen werden, das ist auf jeden Fall klar. Die Rennklassen werden auf jeden Fall hier ihre Seite zeigen, die man auf jeden Fall sehen muss. Zwei Runden. Dann haben wir auch dieses Rennen geschafft. Ich hatte ehrlich gesagt nicht damit gedacht, dass wir das Rennen so einfach hinbekommen würden, ohne dass wir. Wow. Ohne dass wir uns ständig mal rummeckern würden. Werde ich das jetzt mit diesem Ferrari fahren? Nein. Dieser komische alte Ferrari 330. Ich möchte auch allgemein seinen Namen nicht ausreden. Den alten Rennfahrer, der auch mal an Le Mans teilgenommen hat, mal fahren, weil es liegt daran, dass er mich in diesem langen Meisterschaft nicht wirklich genervt hatte. Gott sei Dank bin ich den Ding los. Stopp gemacht mit einem Porsche Carrera GT. Stopp machen ist seine Leidenschaft. Nur dass er meinen Stopp fressen wird. Alter Verwalter, wie viel dreckig wirst du denn? Wie viel dreckig wirst du denn? Das wird auf jeden Fall sehr dreckig werden für das arme Auto. So, letzte Runde, Leute. Ja, ein sehr unterhaltsamer Part auf jeden Fall. Und ehrlich gesagt hat mich der Jaguar jetzt aktuell nicht wirklich genervt. Bei der gesamten Fahrt. Es gab zwar zwischendurch mal ein paar Rutscher, aber das ist typisch ein Charakter von einem Mittelmotorsportwagen aus den 90er. Die waren damals auch nicht dafür bekannt, super stabil zu sein. Sondern sie waren gefährlich zu fahren. Das sind sie immer noch. Yeah.
somit haben wir auch dieses Rennen geschafft. Am Rossi ist also zweiter Platz, okay. Keine Strafe, 249, oha. Gut. Dafür nächste Maximalauto-Level. Und wir haben dafür ja eine Scheibe von Happy Racing, 10% Rabatt auf die Antriebe und ja, ein Spritzsystem von GEMS, 10% Rabatt auf die Abkühlung der Sinterbau von Bell Europa und ja, Motorteile von Jaguar, 10% Rabatt. Wir haben die Nogera Supercar Grand Prix geschafft. Und wir haben die 2015 GMB Racing MC12 bekommen. Und wir haben 90.000 dafür bekommen. Interessant. Hey, ein weiterer Jaguar. Jaguar. Ein weiterer Maserati MC12 von R2-Klasse. Nicht schlecht. So. Das nächste wäre ja die R1-Klasse. Also, Leute, wir sehen uns dann im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch dieser Part gefallen. Na dann, Leute, wir sehen uns. Tschüss.